Ja, hallo zusammen, mein Name ist Oli Second. Ich bin kein Langenthaler und es ist mir gleich ein Anliegen, etwas zu sagen zum Thema Lakutz. Weil auch für mich ist Lakutz immer ein wichtiger Ort gewesen, so wie es viele andere wichtige Orte gegeben hat. Für, ja, auch mein musikalischer Weg. Im Lakutz habe ich mehrmals spielen, in verschiedenen Formationen und das Lakutz war von dem her immer einer dieser besonderen Konzertorte, weil es halt, ja, es ist nicht ein riesiger Konzertort, sondern es ist halt ein kleiner Ort mit guten Leuten und auch ein Ort, der gewissen Spielraum lässt für Improvisation, für Experiment, für sich ausprobieren. Und ja, so ist es auch gekommen, dass ich glaube, im Lakutz meine zwei schlechtesten Konzerte ever gespielt habe. Aber genau darum war das Lakutz auch so wichtig für mich, weil es halt ein Ort war, wo das überhaupt möglich ist. Und ja, es ist eigentlich ein Paradox, es ist eigentlich eine schöne Entwicklung, was in der Schweiz auch ein bisschen abgeht im Moment. Ich habe das Gefühl, dass so die Schweizer Popmusik einen immer höheren Stellenwert bekommt. Und ganz viele Leute finden es extrem cool, wenn ein Kneckebull oder die Stefla Chef oder wer auch immer im Radio gespielt wird, im Schweizer Fernsehen kommt, auf die Choice kommt. Aber was es alles braucht, dass Leute überhaupt an den Ort kommen können, das sehen halt die meisten Leute nicht. Und ja, man, es kommt niemand auf die Welt und ist einfach der komplette Künstler, der komplette Künstlerin. Wir brauchen viele Orte, wo man sich ausprobieren kann, wo man Fehler machen kann, wo man aber auch gross rauskommen kann. Und so ein Ort ist das Lakutz. Und jetzt hört man, dass es irgendwie Probleme gibt mit den Anwohnern. Und ja, man, ich sage nicht, ich will nie meine Ruhe und will nie ruhig schlafen zur Nacht. Aber ja, als Luzerner läutet es halt da im Hinterkopf und das wäre irgendwie halt die Erinnerung an Boavach, wo genau das gleiche Problem hatte. Ein sehr erfolgreicher Kulturbetrieb, ein wichtiger Kulturbetrieb, nachher baut man Wohnungen nebendran, es gibt Lärmreklamationen und schlussendlich geht Boa zu. Und wir wollen einen der wichtigsten Orte für die kreative Szene, für die Theaterszene, für die Musikszene in Luzern verloren. Und ich wünschen wir und hoffen extrem, dass das in Langenthal nicht auch passiert. Ja, wie gesagt, meine zwei schlechtesten Konzerte ever. Ich hoffe, ich kann es wieder gut machen. Und Langenthal gibt es noch für längere Zeit ein cooles Kulturzentrum. Also, liebe Leute, gebt euch Mühe, kämpft für das Ding, es ist wichtig. Und immer wieder, laut ist gut.